Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Eisriesen von Undweg. Das hat ja das letzte Mal alles etwas länger gedauert. Mir ist mittlerweile auch von YouTube mitgeteilt worden, dass die vorletzte Folge der Leichenschmaus eine 18er Einstufung bekommen hat. Ich hab's kommen sehen, war mir klar, aber die letzten zwei Male, wo ich das gedacht hatte, ist das irgendwie nicht passiert. Verblutet. Also für jeden, die Folge nicht gucken konnte, konnte sie nicht gucken, weil es eine recht intime Szene zwischen Geralt und Yen gab. Aber so rein storytechnisch behaupte ich mal, ist gar nicht so viel passiert. Beeilung. Es geht halt darum, dass ein neuer König gewählt werden muss. Und da sind halt die ganzen Söhne der Jarls vorgeschlagen. Beziehungsweise auch die Tochter von dem einen Jarl, beziehungsweise seine Schwester hat ihren Namen mal mit in den Ring geworfen. Da wäre ich eigentlich... Würde mich mal interessieren, ob wir es hinkriegen, dass die vielleicht genommen wird. Ich habe das Gefühl, sie wird pauschal ausgegrenzt, weil sie eine Frau ist. Würde mich einfach mal interessieren, ob wir da irgendwie Einfluss drauf nehmen können. Aber jetzt geht es erstmal darum, einen Riesen zu finden. Was haben wir hier? Nägel. Okay. Hä? Irgendein Questgegenstand? Für irgendeine Quest, die wir noch nicht haben. Ist okay. Ich Ach. Sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Es ist ein Riese, der Dach groß gehört. Das Wichtige ist, ob er brennt. So, alles andere, so Grüße, ist mir tatsächlich erstmal nicht ganz so wichtig. Vor alles, was brennt, ist ziemlich schnell tot bei mir. Ah, komm. Und das nächste auszubluten. Oh, schlimm. Oh, das hier war wohl mal die Taverne. Das wird hier Althafen gewesen sein, ne? Würde ich mal vermuten. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Noch nicht ganz. Ja, echt, wir sind noch nicht so weit. Weil habe ich noch nicht alles gesichtet, wo ich vielleicht looten kann. Mann, der Typ ist eilig. Nein. Oh, Cutscene. Ist okay. genau Geralt, da war ich. Hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Das Loch kommt mir bekannt vor. Geil. Wie wir eigentlich schon fünfmal dran waren. Wir hätten nur ins Dorf gemusst davor. Ist okay. Zu gut. Ah, herrlich. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Riese, hallo. Ich bin's, der Gerhard. Oh, da ist jemand. Hey, schnell, lass mich raus, bevor er aufwacht. Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Ankret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Ankret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Den schaffen wir, wenn er brennt. Brennst du? Jo, er brennt. Okay, wir haben gewonnen. Ist nicht so schwer. Der Typ zumindest schon mal frei. Das gibt... Oh,
ich glaube, das wird Ärger geben, dass wir es für den Käfig gelassen haben. Oder ist er jetzt tot? Das wäre traurig. War gar nicht da. Okay. Vigi, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Das ist nicht deine Schuld. Vigi war nicht gerade berechenbar. Vielleicht hätte er sich sofort auf den Riesen gestürzt, mit nichts als seinen Fäusten und seinem Schwanz bewaffnet. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Vielleicht wäre der Kampf schlecht für uns ausgegangen. Danke für deine Hilfe, Weißer das Wolf. Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Klingt jedenfalls besser als Schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Ja, ich will mich umsehen. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Hier gibt's bestimmt Loot. 485 Kronen. Oh, nicht schlecht. Aber noch recht gut bezahlt. Ah, na toll. Egal. Ja, wie... tut mir leid, dumm gelaufen. Ist die Quest jetzt abgeschlossen? Sagte, treffen wir uns am Strand. Hat sich das jetzt erledigt? Ich gehe jetzt einfach mal zum Strand runter. Also ich folge jetzt einfach mal dem Weg und hoffe, dass es zum Strand führt. Oh, verdammt. Okay, das hätte auch ziemlich tödlich enden können. Aber zumindest ist da vorne Strand. Am alten Hafen. Ha. Ist das der alte Hafen? Da vorne sind welche. Schwimmen wir mal rüber. Oder gucken wir mal nach seiner Schwester, was die da so treibt. Ach, das sind Banditen. So. Ja, ja. Boah, eine Erscheinung. Ja, ist ja gut. Das ist wohl nicht der alte Hafen. Das hier ist auf jeden Fall der alte Werft. Sieht das cool aus hier? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir ihn dann einfach bei der Wahl des nächsten Königs wiedersehen. Relativ entspannte Nummer, würde ich mal fast behaupten. Da brauchen wir ihn jetzt hier auch nicht so ewig suchen. Wir schnappen uns jetzt gleich einmal eine Schnellreisestation. Die dürfte ja jetzt nicht so weit weg sein, hoffe ich. Ach, da ist ja eine.
und machen die Quest, die zu ihrer zu seiner Schwester passt. Quests? Nebenquests? Fragt Ulrik, wo Ceres ist. Genau. Ah, hier ist Hafen. Ah, ich gucke einfach mal ganz kurz. Wenn wir schnelle Reisestationen dahin haben. Ah, hier. Hi. Ha. Segelst du zurück nach Arzgellig? Ja. Schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Svanrik. Und Ceres. Ceres? Meine Schwester! Aber sie ist... Sie hat alle überrascht. Und Vater? Hat er sie unterstützt? Er hat sie eine verrückte Expedition machen lassen? Er war nicht sehr erfreut. Besonders, weil Ceres es ihm vorher nicht gesagt hatte. Mir auch nicht. Sie ist nach Spikerok gesegelt. Ach, wissen wir allein. Das? Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Sie wollte Udalric helfen. Glaubst du nicht, dass sie es schafft? Bei den Göttern. Ceres. Hexer. Bist du zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Ja, tatsächlich. Ja, da wollte ich hin. Gut. Danke, Geralt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Leb wohl, Ankret. Gut. Ja, ganz zufällig wollte ich daher hin, tatsächlich. Wie passend. Schon wieder ein ordentlicher Weg hier, ne? Himmel, bist du eine Erscheinung von Myrhorn? Für dich ist es sicherlich nur eine weitere tote Bestie, aber für uns... Wir könnten doch mal wieder Gewinn spielen. Schon lange nicht mehr gehabt. Mäuseck fehlt ja irgendwie noch. Den haben wir noch als Quest. Danke, spielinternes Navigationssystem. Scheinbar muss ich in das Gebäude rein und nicht hinten vor. Mein Gott. Dab. Dab. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. Du hast doch noch beide Arme. Solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl? Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Nein? Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalric gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brokwar-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei? Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Erinnerst du dich noch an den Sturm in der Olsbucht? Ja, als wäre es gestern gewesen. Dann gehen wir wohl zurück ins Dorf, würde ich mal vermuten. Da, ich hab die Maus geschlagen. Zumindest haben da die Dorfbewohner auch schon drüber gesprochen. Über sie, ich hab das ja eben nebenbei gehört. Zur Seite. Blutmoos, ja damit. So.
und nimm dich vor den Banditen in den Hügeln in Acht. Ah, ich wollte mit ins Dorf rennen, um die Leute zu fragen, aber nein, wir sollen zum alten Anwesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ganz klare Kiste. Upsi. Da ist ein Haus, darf ich dich looten? Nö. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich loot gerne. So, Geisterhaus. Ich liebe Geisterhäuser. Damit hat Gerald definitiv recht. Frische Fußspuren. Hier stimmt was zu nicht. Ah. Kellerschlüssel. Ich pack mal Öden aus. Ich spüre Erscheinungen. Hätte ich naheliegen gerade. Servus. Oh, aber nicht tot, oder? Ich muss sie hier rausbringen. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt. Warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es, hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokvar geben. Hm, keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn?
Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier, wir gehen zusammen. Okay. Finde das Schwert namens Brock. Ich vermute mal im Keller. Deswegen gibt es Sinn, dass wir einen Kellerschlüssel bekommen haben. Ich muss nur den Keller finden. Da. Rockwell. Okay. Wo war das Problem? Was war denn das? Ich glaube, irgendwas passiert hier gleich noch. Wir gehen mal nach oben. Gleich Ceres tot. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich hab gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Letzte Nacht war... War es schwierig, dieses Gesocks zu töten? Lauf schneller! Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Jarl, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht... Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Lass mich dir helfen. Ich verspreche, ich passe auf, die Götter nicht zu erzürnen. Hör auf den Hexer, Jarl. Versöhne dich mit Aki. Das wird die Götter gewiss erfreuen. Oh. Was soll ich denn tun?
Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Wir werden nicht deinen Erstgeborenen umbringen, bitte. Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Also wir suchen jetzt irgendeine... Pass auf, wohin du gehst. Mit Wasser vollgeschworene, halb verweste Leiche unter Wasser, die einen schicken Ring hat. Komm, wir nehmen das Boot tatsächlich. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich wollte gerade einfach in das Wasser springen und hüpfen. Schwimmen. Jo, wow. Reinspringen und hüpfen, das kann man auch machen. Steuer? Gib Gas! Woo! Da sind ein paar Betrunkene. Schön. Ich sehe jetzt gerade gegengedonnert. Ich weiß hier ein Fragezeichen. Das nehme ich mit. Ganz wichtig. Also, so, wenn wir schon wirklich so direkt an dem Fragezeichen vorbeikommen, ne? Ja, Hammer Sünde, es nicht mitzunehmen. Voraussetzlich würde ich aus dem Wasser kommen. Geralt. Was soll das? Schlüssel mit Ring. Aha. Der krumme Mast markiert den Ort. Nicht jeder Tor vermag den Schatz jedoch zu finden. Ja, gut, dann machen wir das kurz. Hier muss es sein. Geh weg. Ich sehe gerade, die Kamera schneidet echt bescheuert gerade aus. Ich werde mich da die Tage irgendwie mal dran setzen. Oh, ist hier. Oh, ich glaube, jetzt ist jetzt die andere Quest hier. Okay. Jetzt hätte ich aber gerne diese Schatzsuche da wieder. Was ist der hier? Ja. Da. Ich sehe auch gerade, das Atmen wird langsam schwierig. Falsche Richtung. Sterben wir? Ich frage mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalri zu gehen. Okay. Bin mir nicht sicher, hatten wir das schon mal ausprobiert? Ja. Böse Sirene. Zieh die einfach an meinem Füßchen hier. So, jetzt gehen wir wohl doch wieder zu Fuß. Mal schauen, ob wir die Götter besänftigt haben. Komm ich hoch?
Jo. Dann haben wir den beiden Kindern vom... Es geht doch nicht zu beachten. Ich hab noch nie so einen Tapfer. Aber wieso? Was ist los? Udalrik, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Aha. Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Okay. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Ah. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen, und sie verlangen ständig mehr. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Jetzt wird's spannend. Oh. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur, sehr selten und sehr gefährlich, hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nähert sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalrik ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalrik überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalrik zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalrik einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich.
Und was ist mit der anderen Methode? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Ja und? Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Hm. Und um dir zu widersprechen, muss ich jetzt machen, was du sagst? Solange ich nicht Yennefer heiße, wird dich deshalb niemand als Pantoffelheld bezeichnen. Wenn uns keine gute List einfällt, können wir immer noch deine Methode probieren. Sie ist ja schon so ein Biest, ne? Versuchen wir, den Him zu überlisten. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Okay. Kein Grund zum Trödeln. Was sagt eigentlich so mein Inventar? Ja, Platz haben wir noch. Das finde ich schon mal gut. Das heißt, es dürfte eigentlich alles relativ entspannt laufen. Oh ja, dann schauen wir mal. Irgendwelche perfiden Gedanken müssen wir jetzt im Kopf sammeln. Denk. Oh, hi. Was ist das denn? Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Okay. Geh mal kurz in den Keller. Hier ist nichts los, ist okay. Dann gehen wir mal wieder raus aus dem Keller. Ganz spektakulär. Ich frage mich, wie das jetzt hier weiterlaufen wird. So, ha. Aha. Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Nein, wir gehen zu vertreiben. Okay. Geralt, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee. Ciri. Nein. Das ist unmöglich. Verdammt. Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Okay. Jemand könnte sich das Bein brechen. Oder den Hals. Jemand könnte sich das Bein brechen. Oder den Hals. Na? Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Okay. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und, können wir anfangen? Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Aha. Hier hat irgendwas vor.
Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn! Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir! Vorsicht, tut dem Kleinen nichts! Ich soll ihn in den Ofen legen? In den Ofen! Wirf ihn in den Ofen! Wahrscheinlich ist das ein Fake-Feuer oder so. Sehr cool! Oh, gut! Schneller! Alle zusammen! Jetzt bringe ich die Leute von ihm um. Das ist irgendwie Sünde. Okay, das ist ein schlechter Deal. Ich hab einen neuen Freund. Vielleicht war es auch ein Fake-Kind. Warum? Jetzt auf einer Seite rausgeholt, irgendwas ist doch gut. Aki! Okay, es hat geklappt. Cool! Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei? Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Das war, glaube ich, echt jetzt hart für ihn. Alter! Schön, das war eine episch geile mir Quest. Ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist als... wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaube ich. Leb wohl. Danke. Glaube ich. Finde ich gut. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Das haben wir doch schon besprochen. Oh ja. Leb wohl, Hexer. Blauer Himmel und stets Wind im Rücken dir. Dir auch. Alles Gute. Kann ich dich kurz sprechen? Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Fäden die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder.
Okay, danke fürs Gespräch. Wow, also da muss ich jetzt mal wieder sagen, mega geile Quest. Die hat mir richtig gut gefallen. War wieder super schön erzählt, jetzt mit dem Kind im Ofen. Das war so, oh. Aber ich habe ihr vertraut, dass ich habe das jetzt durchgezogen und da hat sich gelohnt auf jeden Fall. Kann ich da rein? Kann ich. Ich will da rein. Wow. Einmal 5 Dissens. Ist okay. Mein Gott. Genau, das ist einer der positiven Punkte an diesem Spiel, die mir immer wieder irgendwie bewusst werden. Dieses Quest-Design. Wir haben zwar auch relativ viel repetitiv jetzt mittlerweile gehabt, auch die Hexer-Quest, dadurch, dass ich ja... Ich sage mal, weil ich so gut geskillt bin, beziehungsweise ich habe mich ja recht stark spezialisiert. Entsprechend bin ich ja auch relativ stark aufgestellt. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das hat ein bisschen aus den Hexer-Quests natürlich die Spannung rausgenommen. Aber trotzdem einfach nur geil. Also das hat mir wieder unheimlich Spaß gemacht jetzt hier. Die Quests mit den beiden Geschwistern. Der ist kaum wegen des Viechs. Super. Ich bin auch froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Eigentlich könnte man jetzt zum... Abklingen. Geh nach Krachen, Craig, um deine Belohnung abzuholen. Ha? Ach so. Das ist ja, weil ich ja die beiden Geschwister jetzt abgearbeitet habe, können wir nochmal abgeben. Ah. Cool. Aber ich hätte nichts dagegen. Wir haben auch schon den nächsten Quest. Ich will mal ehrlich sagen, wir schauen uns natürlich mal den Schatzsuche mal wieder an. Also unsere Schatzsuchen sind relativ voll. Wir haben auch noch in Velen. Bitte was? Daran muss gearbeitet werden. Aber nicht mehr heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.